Er ist dafür verantwortlich, dass unsere Computer heute so sind, wie sie sind. Sie haben eine hohe Speicherkapazität und sind deshalb auch schnell und effizient. Peter Grünberg ist Physiker. Er erforschte als einer der ersten Wissenschaftler die magnetischen Eigenschaften von dünnen Schichten. Und er hat Ende der 80er Jahre den Riesenmagnetowiderstand entdeckt. Und genau dieser Effekt macht es möglich, die Speicherkapazitäten von Festplatten enorm zu steigern. 2007 wurde Peter Grünberg dafür mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. In diesen Tagen ist Peter Grünberg hier an der Europäischen Akademie in Bozen zu Gast und ich freue mich ganz besonders, mit ihm jetzt zu sprechen. Herr Grünberg, wie ist es für Sie zu wissen, dass jeden Tag Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, im Prinzip jeder, der einen Computer benutzt, auf Ihre Entdeckung zurückgreift? Ja, das freut mich natürlich. Ursprünglich hatte ich sowas eigentlich auch gar nicht so im Sinn, obwohl wir bei unserer Forschung schon immer auch nach Anwendungen schauen und wir werden auch dazu ermuntert, weil die Öffentlichkeit möchte ja dann auch immer wissen, wohin das Geld dann so geht, was über Steuergelder ausgegeben wird für die Forschung. Aber es bleibt auch noch ein gewisser Freiraum für Grundlagenforschung. Ich kann aber trotzdem sagen, natürlich habe ich immer auch nach der Anwendung geschielt. Das macht man schon aus eigenem Egoismus, weil man ja hofft, dass man mit der Forschung, die man da betreibt, auch vielleicht mal Geld verdienen kann. Und so ist es tatsächlich bei mir dann gekommen. Aber ich hatte das nicht so im Sinn. Ich habe das nicht so erwartet. Sie haben den Nobelpreis bekommen, als Sie 68 Jahre alt waren. Denken Sie jetzt rückblickend, dass es für Ihnen vielleicht mehr gebracht hätte, wenn Sie ihn früher bekommen hätten als ein junger Forscher? Mir persönlich nicht. Ich fühle mich oder habe mich, als ich wirklich noch ins Labor ging, jetzt gehe ich ja nicht mehr ins Labor, aber als ich das noch getan habe, habe ich mich immer sehr wohl im Labor gefühlt und konnte wirklich ungestört also meine Forschung vorantreiben. Das hätte ich alles nicht gekonnt, wenn ich den Nobelpreis höher bekommen hätte. Das war für mich ohnehin eine sehr große Umgewöhnungsphase, also auf die neue Situation, auf Publikum einzugehen und so. Welche Rolle hat denn Kommunikation oder jetzt auch in dem Sinn Kontakt zur Presse vor dem Nobelpreis für Sie gespielt? Naja, vor dem Nobelpreis kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Vielleicht, also ich kann mich an sehr viele Interviews zum Beispiel vor dem Nobelpreis jetzt nicht im Moment erinnern, aber das kann auch daran liegen, dass es danach eben umso mehr gab und das überschattet so alles andere. Dann weiß man gar nicht mehr, wie war das eigentlich vorher. Ich glaube aber, vorher waren das nicht sehr viele Interviews oder Kontakte. Man wird halt noch nicht so beachtet, wenn man nicht so einen Preis hat. Wir sind hier ja an der EURAK, an der Europäischen Akademie in Bozen. Das heißt ein Forschungszentrum, ein Wissenschaftszentrum. Was würden Sie denn hier jetzt auch jungen Wissenschaftlern mit auf den Weg geben? Irgendwelche Tipps? Ja, sich bemühen, sich auch für verschiedene Dinge zu interessieren. Manchmal braucht man eigentlich also über einen gewissen Rand hinaus gar nicht so zu schauen, um irgendein Thema zu bearbeiten, um eine gute Veröffentlichung zu machen. Aber es macht schon das Leben reicher, wenn man sich auch um andere Dinge kümmert und andere Dinge zur Kenntnis nimmt, sich man dann vielleicht sogar umorientiert, auch mal was anderes macht. Es macht einfach das Leben reicher. Als abschließende Frage, was liegt Ihnen persönlich jetzt am Herzen oder was ist Ihnen wichtig? Naja, ich will es nicht verheimlichen, das wissen Sie vielleicht schon, ich habe ja auch Parkinson. Und ich hoffe aber, bisher ist es noch eine sehr milde Form, dass das nicht schlimmer wird und dass ich möglichst lange noch so weitermachen kann, wie das jetzt läuft. Es ist wunderschön.